In diesem Video will ich erklären, wie so ein Autospoiler funktioniert, und zwar der Vorderspoiler. Wenn ich jetzt hier ein Auto habe, ich mache mal hier, so sieht das Auto von vorne aus. Hier ist die Windschutzscheibe. Und hier haben wir vorne Lichter und Radkasten. So, und da ist mal ein Reifen. So, jetzt normalerweise ohne Spoiler läuft die Luft übers Auto. Ich nehme mal eine andere Farbe. Normalerweise läuft die Luft übers Auto, über die Windschutzscheibe und so weiter und auch unterm Auto. Und das Problem ist mit der Luft unterm Auto ist folgendes. Erstens, je schneller das Auto geht, desto mehr Luft baut sich unterm Auto auf. Das ist ein gewisses Luftpolster entsteht und dieses Luftpolster hebt das Auto hoch. Das heißt, man hat dann weniger Grip an den Reifen. Je schneller man geht, man merkt, je schneller man fährt, desto mehr will das Auto von dem Boden abheben. Und das Zweite ist, unterm Auto hat man einen Haufen Zeug wie Motorunterseite, dann hat man die ganzen Wellen, die da sind und auch die Auspuffanlage etc. Und das alles erzeugt viel Turbulenzen. Und das heißt, man hat einen gewissen Widerstand zur Bewegung. Das heißt, die Aerodynamik des Autos ist nicht so toll. Und deswegen, um das zu verbessern, baut man vorne hier einen Spoiler. Ja? Und was der macht, der lässt nicht mehr die Luft unterm Auto gehen, sondern leitet sie um zur Seite. Und das heißt, jetzt kann man bei einer gewissen Geschwindigkeit, hat man viel weniger Luft unten, das Polster ist wesentlich reduziert und zudem, dadurch, dass die Luft nicht unterm Auto geht, ist auch diese nennt man Englisch Drag Coefficient, wesentlich geringer. Das heißt, die Aerodynamik von dem Auto ist viel besser, man spart auch Sprit und das Auto hat einen kleineren Widerstand in der Luft als jetzt ohne diesen Spoiler. Und das ist der Grund, warum man diese Spoiler vorne hat. Und natürlich, je niedriger der Spoiler, desto besser funktioniert er. Nur, man muss halt, ein ganz niedriger Spoiler wird er dann kaputt gehen, wenn man jetzt in einem Loch reinfährt oder über gewisse Gleise fährt und so weiter. Deswegen ist die Höhe oder der Abstand zum Boden sehr wichtig. Und das ist aber der Grund, warum man Spoiler hat, um diese Luft nicht unterm Auto fließen zu lassen, sondern um das Auto herum.